Jungmoral-Apostel hat vor kurzem ein Video namens Die Zerstörung der Sith-Bubble hochgeladen, in dem er mir, einigen meiner Kollegen und allen voran Outlaw Istzas schwere Vorwürfe gemacht hat. Unter anderem auch, dass wir zumindest indirekt eine Pipeline zur NPD wären. Zudem wurde in dem Video auch teils nachweislich gelogen, manipuliert und gegen Ende war es einfach reiner Schwurbel. Da das Video auch relativ lang ist, schauen wir direkt mal rein. Am allerdeutlichsten ist mir das Expandieren der Rechten anhand des Creators Outlaw Istzas aufgefallen. Meine These, Outlaw ist ein fucking Rechtsradikaler, der mit der ehrenvollen Aufgabe betraut ist, auf andere Creator zuzugehen, mit ihnen den, ich sag mal, Erstkontakt herzustellen, ein gutes Verhältnis mit ihnen aufzubauen, um sie dann nach und nach in seine Nazi-Bubble zu führen. Vor allem auffällig fand ich auch immer, dass alle, die über ein paar Wochen mit Outlaw zu tun hatten, mehr oder weniger gravierend ihre politische Meinung gänzlich geändert haben, im eigenen medialen Auftreten eine gravierende Änderung vorgenommen haben oder in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, eine gravierende Änderung vorgenommen haben. Mir ist das wiederum besonders aufgefallen beim Nachtschmied, beim Agitator, bei Hugo und beim Mannerzwerg. Erstmal gewagt, mit der These reinzustarten, dass Outlaw halt ein Rechtsradikaler ist, aber dazu kommen wir später noch, denn das wird im Laufe des Videos verargumentiert. Kommen wir aber erstmal zu den Leuten, die ihre politischen Ansichten angeblich so stark verändert haben sollen. Hier müsste man nämlich zuallererst mal die Frage klären, inwiefern es überhaupt etwas mit Outlaw zu tun hätte, wenn eine der genannten Personen ihre politische Haltung stark verändert hätte in der letzten Zeit. Zu dem Agitator kann ich hier eigentlich nur sagen, dass seine politische Haltung sehr gefestigt wirkt und seine Takes sich im Laufe des letzten Jahres eigentlich überhaupt nicht verändert haben. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich die meisten davon überhaupt nicht fühle. Bei Mana kann ich nur sagen, dass es schwer ist, das für mich zu beurteilen, da ich noch nicht wirklich viel Kontakt zu ihr hatte und sie sich bis vor kurzem kaum politisch geäußert hat. Dementsprechend weiß ich halt nicht, ob sie wirklich ihre Haltung verändert hat oder nur mehr von ihrer Haltung preisgibt. Deutlich mehr kann ich jedoch zu der politischen Veränderung von Nachtschmied und mir sagen. Also, wo haben wir uns jetzt so krass verändert, seitdem wir mit Outlaw zu tun haben? Hugo war, ehe er zum Debate-Bro mutierte, 0815 Kuchenkind mit Technik-Content und machte sich dadurch einen Namen, die ein oder andere Debatte politisch rasiert zu haben, teilweise mit Leuten, die doppelt so alt oder älter sind wie er. Doch auch er hat einen recht zügigen Wandel bezüglich seines Umfelds erfahren, was unter anderem dadurch begünstigt wurde, dass Humor bei ihm einschlägt wie eine Bombe. Mal abgesehen davon, dass ich zu der Zeit, wo ich zu einem Kuchenkind wurde, mit meinem Technik-Content eigentlich schon durch war, hat sich meine politische Haltung über die letzten Jahre eigentlich auch nicht krass verändert. Was ich jetzt natürlich schlecht beweisen kann. Was aber definitiv nicht stimmt, ist, dass ich einen zügigen Wandel meines Umfeldes durchgemacht hätte. Ich habe noch genau zu den gleichen Creatoren Kontakt, wie bevor ich Outlaw kennengelernt habe. Und ich habe auch zu keinem Creator aus dem rechten Lager Kontakt, außer eben Outlaw, der immer noch in dieses Lager reingezählt wird. Noch wilder wurde das Video von Moralapostel aber, als er zeigen wollte, wie Outlaw mich manipuliert. Hugo hängt mittlerweile regelmäßig in der Nazi-Bubble ab und lässt sich auf pseudolustig von Outlaw sein Weltbild vermitteln. Ja, also ich würde sagen, Kochen ist grundsätzlich die wichtigste und einzige Eigenschaft, die Frauen wirklich gut können müssen. Ja. Servieren auch. Richtig. Ja, servieren auch. Gut. Gut. Danke fürs Hinzufügen. Also streng genommen hat Outlaw diesen Satz gerade sogar feministischer gemacht, da er Frauen ja neben Kochen noch eine weitere Fähigkeit zugesprochen hat. Zudem frage ich mich auch, wie Outlaw mich manipulieren möchte, wenn ich gerade ziemlich offensichtlich einen Joke anfange. Nun gut, soviel zu der offensichtlichen Manipulation an mir. Wie sieht das jetzt bei Nachtschmied aus? Der Nachtschmied war irgendwie ein zockender Debate-Bro, durchaus mit Kritik an Woken und so weiter und so fort, war aber weit weg von irgendwelchen Nazi-Takes oder dem Verbreiten von rechtsradikalen Talking Points oder gar dem Argumentieren dafür. Also er war weit entfernt von rechtsradikalen Talking Points und ist es jetzt anscheinend nicht mehr. Dann scheint er doch eine heftige politische Radikalisierung nach rechts durch Outlaw gemacht zu haben. Fragen wir Nachtschmied doch mal selbst. Also die ersten politischen Positionen überhaupt habe ich wahrscheinlich mit Mitte 20 entwickelt und die waren eher progressiv, feministisch und antikapitalistisch, schätze ich mal. Allerdings hat es nicht lange gedauert, bis ich dann rechte Kanäle im Internet gefunden habe und festgestellt habe, dass meine Positionen ihren Argumenten im Endeffekt nicht lange standhalten können. Was dazu geführt hat, dass ich eine Weile lang eher in eine immer rechtere Richtung entwickelt habe, bis ich dann wahrscheinlich mit Anfang 30 oder so angefangen habe, das auch nochmal kritisch zu hinterfragen, so dass ich im Endeffekt zwischen mittlerweile
hoffentlich beiden Positionen abwägen kann und eine Position gefunden habe, die ich auch am besten vertreten kann. Mit Outlaw hatte das im Endeffekt gar nichts zu tun. Ich habe die meisten meiner politischen Positionen gehabt, noch bevor ich mit dem Stream angefangen habe, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich während der Streamingzeit irgendwelche meiner Positionen nennenswert geändert habe. Also hier und da ein bisschen angepasst, das findet ja immer statt. Aber nichts Gravierendes, denke ich. Zudem würde ich auch sagen, dass Nachtschmied einfach viel zu stur dafür ist, damit man den in irgendeine Richtung manipulieren könnte. Ich nehme mich da ja gar nicht raus, aber wenn Outlaw sich wirklich uns beide ausgesucht hat, um uns zu manipulieren, dann viel Spaß dabei. Kommen wir jetzt aber mal zu einem konkreten Beispiel, wo sich Nachtschmied anscheinend nach rechts radikalisiert hat. Der gesagt haben soll, dass die Nazis links gewesen seien. Und ehe die Nazi-Bubble loskräht von wegen, das stimmt gar nicht, das hat er so überhaupt nicht gesagt, bla bla, hat sich dumm ausgedrückt. Nee, stimmt, das hat er so nicht gesagt. Was er gesagt hat, war, dass die Nazis ja Antikapitalisten gewesen seien und so weiter und dass er sich hüten würde, die NSDAP als rechts zu bezeichnen und so einen Scheiß. Ich habe mich dann gefragt, wie er dazu kommt, sowas rauszuhauen in der Öffentlichkeit und sowas dann auch noch zu verteidigen. In der Regel passiert sowas nicht einfach so. Und jetzt mal unabhängig davon, ob ihr mit dieser Aussage mitgeht oder nicht. Die konkrete Unterstellung war ja, dass Nachtschmied sie aufgrund einer Manipulation durch Outlaw geäußert hat. Also nochmal die Frage an Nachtschmied. Seit wann verfolgst du diesen Take und was hat es mit Outlaw zu tun? Ja, ich glaube, das erste Mal, woran ich mich zumindest von heute aus zurückerinnern kann, wann ich sowas behauptet habe, war, ich habe mit Mitte 20 tatsächlich damals noch sehr kapitalismuskritisch unterwegs gewesen. Mit einem Linken darüber unterhalten, mit einem anderen Linken könnte man sagen. Ich habe mich damals ja auch selber als Links gesehen. Bin mir nicht mehr sicher, in welchem Kontext, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich damals schon ihm gesagt habe, dass auch Hitler bzw. die Nazis Antikapitalisten waren und dass Antikapitalismus alleine dich nicht zwangsläufig zu einem besseren Menschen macht oder irgendwas in der Richtung. In welcher Verbindung steht das zu Outlaw? Keinerlei. Also ich habe diese Position, das ist eine meiner längsten Positionen, die ich überhaupt hatte. Die Einordnung auf den politischen Kompass beispielsweise, die kam dann noch später dazu. Aber dass die Nazis Antikapitalisten waren oder so, das ist jetzt nicht in den letzten paar Jahren passiert. Das hätte Jung Moralapostel aber eigentlich auch herausfinden können, wenn er einfach mal nachgefragt hätte. Aber stattdessen macht er ein Video, in dem er ohne Beweise irgendwelche Sachen aufzählt und dann behauptet, dass Outlaw daran schuld ist. Das Video ging aber auch noch sehr gut weiter. Kurze Frage an Hugo an der Stelle. Checkst du eigentlich, was du da machst, wenn du Outlaw dazu bringst, seine Nazi-Gang in andere Streams reinzuraiden, wie zum Beispiel der von der leeren Frau? Raffst du das? Ist dir klar, dass man der leeren Frau dadurch Kontakte in die rechtsradikale Szene andichten könnte, was für sie als Lehrerin gravierende Folgen hätte? Denkst du da überhaupt drüber nach? Also, sie soll jetzt ihren Job verlieren, weil wir sie auf Twitch geradet haben, wofür sie absolut nichts kann. Denkst du da überhaupt drüber nach? Für den Raid war tatsächlich ich verantwortlich, da Outlaw, Nachtschmied und ich gestreamt hatten und als wir offline gehen wollten, niemand mehr online war, den wir jetzt großartig kannten. Da ich mit der leeren Frau die Tage zuvor auf Discord ein wenig Kontakt hatte, dachte ich, raiden wir einfach da rein. Die hatte gerade ähnlich viele Zuschauer wie wir. An dem Abend waren auch eigentlich nur noch gemäßigte und freundliche Leute im Chat, also haben wir geradet. Soweit ich weiß, haben sich alle benommen und alles war super. Mir jetzt einen Vorwurf daraus zu machen, sehe ich schon schwierig. Ich habe ja bewusst keinen rechten Kanal rausgesucht, den wir raiden, weil ich diese nicht unterstützen möchte. Und ich habe ja auch jetzt nicht einen Kanal mit 5 Zuschauern rausgesucht, der dann keine Moderation hat, wenn sich Leute nicht benehmen können. Also, ich weiß nicht ganz, wo hier das Problem liegt. Das wirkt eher so, als wollte man uns oder mich hier einschüchtern. In dem Video folgen jetzt weitere Fragen direkt an mich gestellt, die ich kurz beantworten möchte. Und was sagst du eigentlich dazu, dass Outlaw sie erst nicht raiden wollte, weil sie eine grüne Strähne in den Haaren hat? Ich werde mich in Zukunft konsequent von solchen absolut inakzeptablen Jokes distanzieren. Und was sagst du eigentlich dazu, dass Outlaw trotz mehrmaligem Nachfragen von der leeren Frau, was ihr denn so gemacht habt, immer nur mit "ein Podcast" geantwortet hat? Also da musst du schon sehr blind sein, um sowas nicht zu sehen. Oder du willst es nicht sehen. Und das ist halt wirklich einfach eine korrekte Beschreibung von dem, was wir gemacht haben. Klar, man hätte das noch weiter ausführen können, hätte es auch kein Problem mitgegeben. Aber wir saßen zu diesem Zeitpunkt noch im Voice, haben miteinander geredet und wollten jetzt nicht super viel Zeit damit verbringen, dort in den Chat zu schreiben. Ich meine, ist das jetzt ein Beweis für irgendwas, dass wir nicht weiter ausgeführt haben, was genau wir getan haben? Da jetzt rein zu interpretieren, dass wir irgendwas Böses zu verstecken hätten, ist doch schon wirklich seltsam. By the way, ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat.
Kommen wir jetzt aber endlich mal zur NPD, beziehungsweise was wir damit zu tun haben sollen. Wenn man es dann also geschafft hat, die Leute dazu zu bewegen, als Content in der Nazi-Bubble aufzutauchen, versucht man diesen Schwung gleich mitzunehmen und die Pipeline noch weiter voranzubringen. Am besten nimmt man den Schwung direkt mit, um irgendwie einen Talk mit Frank Franz oder sonstigen Nazis anzuleiern. Das Beste für solche Nazis wäre es nämlich am Ende, wenn man dann irgendwie aus dem Talk geht mit der Übereinkunft von wegen, ach ja, war doch eigentlich ganz nett, haben uns doch gut unterhalten, wie du siehst, ich bin ja gar nicht so schlimm und ein paar gemeinsame Punkte hatten wir ja auch. Dass, um eine Besserung der Situation zu erreichen, eher Remigration brauchen, das heißt, dass Ausländer, die hier keinen Mehrwert schaffen und nicht hierhin gehören, wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden. Darauf könnten wir uns doch verständigen. Mhm. Ja? Mhm. Gut. Und an dieser Stelle ergibt das Video halt wirklich überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn man hier Seller einblendet, der mit Frank Franz gesprochen hat, Seller, eine Person, die mit Outlaw keinen Kontakt hat, widerlegt man eher seine eigene These. Keine von den aufgezählten Personen, die jetzt neuerdings mit Outlaw Kontakt haben, sind nur ansatzweise so weit gegangen, mit dem Chef der NPD heute die Heimat zu sprechen. Also weiß ich nicht, was dieser Clip hier zeigen soll. Noch so eine richtig seltsame Aktion war es, was Jung Moralapostel im Chat von About a Fruit abgezogen hat. Beziehungsweise wie er es in seinem Video dargestellt hat. Weil es erst kürzlich vorgefallen ist und auch irgendwo thematisch passt, werde ich jetzt noch ein paar Worte zu About a Fruit verlieren. Denn auch bei ihm fand ich mich neulich in einer mehr oder weniger alarmierenden Situation wieder. Vor ungefähr 2 Wochen bin ich bei ihm im Chat aufgetaucht und, wie soll ich sagen, hab ihn mehr oder weniger absichtlich in eine unangenehme Situation gebracht. Irgendwann kam es dann zu dem Punkt, an dem ich die Chatnachricht verfasst habe. Die Nachricht wurde schon beim ersten Mal gelöscht, entweder durch ihn oder einen seiner Mods. Auf den Inhalt wurde nicht weiter eingegangen. Ich lehnte mich weit aus dem Fenster, ließ es mehr oder weniger darauf ankommen und dachte mir Scheiß drauf und ballerte die Nachricht einfach nochmal in den Chat. Beim 3. Mal kam es dann zum 1. Timeout. Mich beschleicht so ein bisschen der Verdacht, dass es damit zusammenhängen könnte, dass der Gefragte eventuell eine Antwort vermeiden wollte. Also er geht aus dem Nichts bei About a Fruit in den Chat und fragt Outlaw, ob er sich von der NPD distanziert. Normalstes Verhalten der Welt. Zudem hat About a Fruit auch noch gezeigt, dass er das in seinem Video hier nicht richtig darstellt und einige Sachen weggelassen hat. Ich zeige euch davon mal einen kurzen Ausschnitt. Es wird schon ein bisschen absurd, ne? Jetzt fängt irgendwie Jung Moralapostel hier schon an, seine komischen Fragen zu stellen. Alles klar, wann Talk mit Frank Franz at About a Fruit? Eine Minute später schreibt er nochmal, at About a Fruit, wann Talk mit Frank Franz? Lässt sich in 0, nichts einrichten, erzähl mal. Okay, also eine Minute danach hat er quasi einfach die Frage nochmal gestellt, weil er ganz offensichtlich eine Antwort wollte von mir. Jetzt haben wir 1.31 Uhr, er fragt schon wieder, wann talkt Fruity endlich mit Frank Franz? Schon wieder diese Frage. Also ihr merkt, er will immer wieder provozieren. Er will immer wieder provozieren. Na, wann talkt Fruity mit Frank Franz? Also das hat Jung Moralapostel halt bewusst weggelassen, um es so darstellen zu können, als hätte der böse About a Fruit plötzlich die Nachrichten von ihm gelöscht, um den NPD-nahestehenden Outlaw schützen zu können. Klar. Und auch in diesem Punkt hat er einfach eine wichtige Sache weggelassen. Denn anstatt sich einfach von der NPD zu distanzieren, wie jeder klar denkende und normale Mensch das machen würde, unterstellte er mir auf einmal irgendwelche herbeifantasierten psychischen Ausnahmezustände. Sagte, es würde mir ja nicht gut gehen, er hoffe, dass es mir bald wieder gut ginge, scheinbar sei ich gerade in einer schwierigen Verfassung und so weiter und so fort, ich sei ja eh zu bekifft und solle mal schlafen gehen und dies, das. Übelst ekelhafte Aktion, wie ich finde. Ich verstehe, dass es dir vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass es dir momentan irgendwie gerade nicht so gut geht oder so. Also mal abgesehen davon, dass es fast nett ist, eine Person, die sich so seltsam verhält, für unzurechnungsfähig zu erklären, war es auch nicht ganz weit hergeholt. Mir wurde nämlich von mehreren Seiten geschrieben, dass es ihm anscheinend gerade nicht so gut geht und man daher nichts gegen ihn machen soll. Ich persönlich denke jedoch, dass bei dieser Härte an Vorwürfe es durchaus wichtig ist, sich öffentlich zu äußern und daher mache ich das hier auch gerade. Zudem war es ja auch so, dass sowohl About a Fruit als auch ich Privatnachrichten von Jung Moralapostel bekommen haben. Mir hat er so etwas geschrieben wie, verpiss dich zu deinen NPD-Freunden, du Huso. Und wenn sich eine Person, die man vorher flüchtig kannte, bei der im Chat man VIP war und so weiter, aus dem Nichts so verhält, ist die Unterstellung, dass die Person gerade auf irgendwelchen Substanzen ist, eigentlich sogar relativ naheliegend. Aber kommen wir mal zurück zum NPD-Thema, denn ab jetzt wird es richtig wild. Also holt eure Aluhüte raus. Wenn man dem Ganzen am Ende so zuhört und feststellt, mit welcher Eile die Nazis expandieren und sogar in Kauf nehmen, dabei, ich sag mal, erwischt zu werden, dann könnte man auf die Idee kommen, dass ihnen bei irgendwas die Zeit wegläuft. Und wenn man jetzt noch auf die Idee käme, dass dies in
Verbindung stehen könnte mit der Einstellung der Parteienfinanzierung der NPD, dann würde man wahrscheinlich auf die Information stoßen, dass diese Parteienfinanzierung Anfang diesen Jahres beschlossen würde. Käme man auf diese Idee. Und diese Schlussfolgerung ergibt halt wirklich nicht so viel Sinn. Denn das müsste im Umkehrschluss bedeuten, dass die NPD, aka die Heimat, nicht versuchen würde, online an Reichweite zu kommen, wenn sie ihre Parteienfinanzierung noch hätten. Was halt Blödsinn ist, da die genauso versuchen würden, Reichweite zu bekommen, auch wenn die ihre Parteienfinanzierung noch hätten. Und ich würde ja auch zustimmen, dass Leute wie Frank Franz gerade versuchen, sich an die Twitter-Twitch-Bubble anzubiedern. Was ja eine Gefahr ist, auf die man aufmerksam machen kann. Aber bitte nicht in einem Video, das so an den Haaren herbeigezogen ist und in dem man teils so unlogisch argumentiert. Das schadet dann schlimmstenfalls noch. Eine ähnliche Sorge habe ich auch bei diesem Meme hier. Auf der Heide lebt ein kleines Mimelein. Und das heißt Erika. Ja, das waren wir auf der Hinreise nach Sylt. Ich bin halt ein bisschen weiter hinten gelaufen. Spaß beiseite, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn man Leute wie zum Beispiel Nachtschmied auf eine Stufe mit dem Schattenmacher setzt und sie dann zu Nazi-Marschmusik marschieren lässt. Das ist weder fair noch sinnvoll. Das gleiche Problem habe ich auch damit, dass man generell so viele Memes aus diesem Video hier mitnehmen könnte. Wie zum Beispiel, dass man sich am Anfang von jedem Stream erstmal von der NPD distanziert. Klar, das wäre irgendwie lustig, weil Jung Moralapostel halt so random danach gefragt hat, aber das möchte ich ganz bewusst nicht machen, da das ja dann ironisch gemeint wäre und zwangsläufig dazu führen wird, dass Leute denken, dass ich mich nicht ernsthaft von der NPD distanziere. Übrigens, um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, Outlaw distanziert sich von der NPD. Sollte eigentlich offensichtlich sein, aber ich sag's jetzt nochmal sicherheitshalber dazu. Also, was schlussfolgert Moralapostel jetzt aus seinem Video? Und ich appelliere an dieser Stelle tatsächlich an all die anderen aus meinem Umfeld. Wenn wir dabei zusehen, wie die NPD durch die Communities zieht und irgendwelche Leute abfarmt, dann werden wir uns das erstens nur sehr schwer verzeihen können. Zweitens wird das noch viel, viel schwerer wieder rückgängig zu machen sein. Ich will das hier gar nicht unbedingt als Aufforderung oder Ultimatum oder so verstanden wissen. Ich teile euch einfach mit, wie ich die aktuelle Lage momentan sehe, einschätze und welche Maßnahmen ich dafür für meine eigenen Kanäle ergreife. Ja, keine Ahnung, möchte er diese Nachricht auch nicht als Ultimatum verstanden haben? Was auch nicht besonders viel Sinn ergibt, da er ja im Gespräch erstmal erklären müsste, warum Outlaw so schlimm ist, dass man sich dann eben von ihm abwenden könnte. Aber mein Gesprächsangebot steht auf jeden Fall. Jung Moralapostel, falls du mit mir reden möchtest, melde dich einfach auf Discord, musst mich nur zuerst entblockieren und dann können wir gerne auf Twitch mal reden. Letztendlich kann man nur sagen... Ja, das stimmt, ne? Also Jung Moralapostel hat wirklich, keine Ahnung, also... Und dabei irgendwelche Sachen unterstellt, die er weder verargumentiert noch belegt hat. Schreibt eure Meinung zum Thema gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und folgt mir unbedingt bei Instagram. Wir sehen uns. Denkst du da überhaupt drüber nach?